Mädchen verfolgt dich. Ja, ich weiß. So wie du damals, diesen Jungen. Peppi, ich glaube, du weißt mehr über mich als alle anderen hier. Wenn die Fische wüssten, dass sie im Sand nicht schwimmen können, würden sie im Wasser nicht ertrinken. Peppi arbeitete lange Zeit als Clown. Dann erlebte er nach eigenen Angaben eine Erleuchtung. Seitdem geht er nicht mehr zur Arbeit. Die Leute kommen zu ihm und sprechen mit ihm über ihre Probleme. Er hört zu und antwortet in geheimnisvollen Metaphern. Sie bringen ihm dafür Essen und Trinken. Seit 1,5 Jahren verbringt er seine Tage im Park. Dia trifft ihn jeden Tag. Warum bist du Model geworden? Schon als Kind wollte ich ins Fernsehen und auf der Titelseite eines Magazins sein. Meine Mutter nannte mich immer Ma petite princesse enchantée. Als ich meinen ersten Auftrag erhielt, hatte ich Angst. Ich fühlte mich nackt und von der Kamera bedroht. So als würde jemand eine Waffe auf mich richten. Hände hoch. Oder ich schieße. Ich tat, wie mir befohlen, und sie schossen. Und ich begann es zu genießen. Die Kamera war mein Gott. Für sie musste ich schön sein. Ihr musste ich alles zeigen, auch was ich nicht war. Aber was sie wollten, was ich war. Und die Kamera wurde ein seltsamer, geduldiger Verbündeter. Mit scharfen Augen und einem präzisen Blick. Dann begann ich selber Bilder zu machen. Mein Gedächtnis ist die Kamera. Und meine Erinnerungen sind die Fotos. Ist das dein Vater? Nee, das ist meine Oma. Völlig besoffen. Oh. Du machst viele komische Bilder. Wir leben auch in einer komischen Welt. Weißt du, die Kamera ist zu einem Teil meines Gedächtnisses geworden. Ich habe alle Bilder in meinem Kopf. Das ist nicht das Gleiche. Fotos helfen den Leuten, sich an gewisse Sachen zu erinnern. Ja, aber wenn man sie wieder und wieder ansieht, dann verzerrt sich diese Erinnerung und ersetzt sie irgendwann. Nein, das ist keine Verzerrung, das ist eine Momentaufnahme. Von einem Moment, so wie du ihn gesehen hast. Genau wie bei mir. Ich muss dann jetzt los. Wir sind ja auch fertig. Sophie. Sophie! Sophie, warte. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Thank you.
Es ist vorbei. Definitiv. Er nennt mich egozentrisch. Dabei denke ich ununterbrochen nur an ihn. Außerdem lasse ich ihn mittlerweile auch ausreden. Eine Taube. Wirklich, ich bemühe mich sehr, ihm nicht mehr so oft ins Wort zu fallen. Aber das weiß er natürlich nicht zu schätzen. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Eine Taube kann nur dann fliegen, wenn sie die Flügel auch schwingt. Das Erklimmen eines jeden Berges hat den Weg als Ziel. Es ist 13.07 Uhr. Schritte. Ein Rauschen. Das Zwitschern eines Vogels. Ein Paar hört man munkeln. Ein Luftzug fährt mir durchs Gesicht. Schon ist mir kalt. Schritte kommen näher. Klick. Ein Mann mit einer Kamera. Ich lächle, als alles andere verklingt. Es ist 13.07 Uhr. Und schon 13.08 Uhr. Hallo? Du bist noch da? Sag mal, das Paket, wie hast du... Ich habe mit Peppi gesprochen. Ich finde, du hast was Ungreifbares. Das fasziniert mich. Du bist aber auch nicht ganz normal. Übrigens, hier sind deine Sachen. Das letzte Mal sein, dass ich das mache. Dia wird Wort halten und sein Projekt abschließen. Ich hingegen habe vor, das Gestehene als Inspiration zu verwerten und einen Film daraus zu machen. Jean-Luc Godard sagte einmal, ein Foto, das ist die Wahrheit. Und Film, das ist die Wahrheit 24 Mal in der Sekunde.